Wie kamen Sie als Stiftung auf die emotionale Globalisierung? Wir fragen immer, wer mag das Saarland? Wer ist emotional positiv für das Saarland ansprechbar? Und so haben wir in vielen Ländern mittlerweile unsere virtuellen Saarland-Büros aufgebaut. Also überall dort, wo jemand gesagt hat, mir liegt das Saarland noch am Herzen. Ich möchte mich noch engagieren für das Saarland in dem jeweiligen Land. Sie sind eine Non-Profit-Stiftung und auf der anderen Seite, was ja fast schon in die Wirtschaftsförderung gehen könnte. Wie sehen Sie diese Diskrepanz? Wir grenzen uns natürlich ab und arbeiten aber auch zusammen mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Das ist für uns eigentlich Kooperationspartner. Wir arbeiten im Vorfeld. Das kann jeder mitmachen. Jeder Saarländer, der diesem Klischee nachkommt, ich kenne doch einen.